Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, guten Morgen. Gestern Abend wollte ich aufnehmen schon und da war nichts los. Nichts mehr los in Ignis. Alle haben Ignis verlassen. Oh, das tut mir so leid. Oh, diese armen, unloyalen Leute, die wollen einfach nicht. Da ist ja nicht mal bei Downtime. Nicht mal am Abend sind sie da. Wahrscheinlich um 4 Uhr morgens wieder. Aber da gehe ich nicht mehr an, weil ich einfach nicht mehr Bock habe, um 4 Uhr morgens aufzunehmen. Deshalb ist jetzt morgen und am Morgen ist gar nichts los. Also seit 20 Minuten nichts im Ignis-Chat geschrieben, niemand. Und nur Alcius ist ein bisschen wach. Und ja, so denke ich, jetzt werde ich einfach mit euch ein bisschen leveln. Wenn halt nichts los ist, dann können wir auch nichts machen. Und tja, so leider ist es manchmal. Die Leute werden recht schnell stinkig, hauen einfach ab. Und in einem RVR-Spiel sollte man wenigstens abmelden oder so, einfach mal kurz Bescheid sagen. Ja, man hat keinen Bock mehr, man macht mal eine Woche Pause oder so. Aber einfach alle weggehen, damit wir dann die Kristalle verlieren, keine Edelsteine mehr haben, ist eine Frechheit irgendwie ein bisschen. Und dass die Kamera ein bisschen spackt, ist auch eine Fläche. Ich weiß nicht, ob ich den schon angreifen soll. Der ist einfach ein bisschen zu stark, vor allem zu zäh. Wir greifen hier die Orks an. Jetzt, wo gar nichts los ist, kann man hier ruhig ein bisschen trainieren. Und ja, wenn wir dann so Level 55 sind, greifen wir die Forts halt alleine an. Aber davor macht es irgendwie keinen Sinn, weil die Wachen wahrscheinlich schneller wieder spawnen, als wir sie tot kriegen. Und ja. Aber eben Barbaren sind so die Ein-Mann-Armeen für die Forts. Wenn niemand drin ist, natürlich. Außer einen, der gerade nicht die ganze Zeit dauerstand oder so. Und eben, sobald ich Ausrüstung habe mit irgendwie Magie, Resistenz oder so, das ist was gegen, warte kurz, gibt es das überhaupt? Vor allem, irgendwas schützt ja gegen Stunts, sicher mal. Und hoffen wir es jedenfalls. Und wenn ich da genug habe, dann geht es natürlich auch viel besser. Aber momentan habe ich ja 0%. Aber es gibt ein Stat, das weiß ich. Es gibt hier ein Stat. Beständigkeit. Ah, es heißt Beständigkeit. Darum habe ich das irgendwie nicht so herausgekriegt vom Namen her. Ist auch ein schweres Wort, Beständigkeit. Und wenn ich das irgendwie auf Items holen kann oder so, das wäre super. Und wenn nicht, puh, brauche ich nicht. Ja, brauche ich schon, aber nicht so. Also würde ich dann die Items irgendwie extra so craften oder so. Mit den teuren Sachen vom Shop. Nein, kein Bock so. Ja, irgendwie kriegen wir schon einen Krieger hin, einen Barbaren hin, der gut genug ist, um Forts anzugreifen, um gegen andere Spieler überhaupt eine Chance zu haben, die 20 Stunts in sich, also geskillt haben. Die Spiele stunnen eigentlich nur noch. Also es gibt kein richtiges Airfire mehr, es gibt nur noch: Wer hat den dickeren Stun? Ich hab den dickeren Stun. Nein, ich! Nein, ich! Hilfe! Ich wurde 1000 Mal gestunt! Schlimm! Und dann heißt es: Ich hab keinen Bock mehr auf Regnum. Voll Kackerspiel. Ich hau ab. Tschüss. Und dann ist wieder fertig Schluss. Nach plötzlich kommen sie wieder: Oh, ich habe mega Bock auf Regnum. Komm, wir greifen mal einen Fort an. Wow, so interessant. Tja, aber ich habe die Motivation, weil ich euch ein Let's Play bieten will, das von Champions of Regnum ist. Und weil ich kein anderes genauso interessantes Spiel kenne, das halt mit RFR zu tun hat und so. Weil Planet Side 2 habe ich angespielt, habe ich so einen dicken, fetten, gepanzerten
ja, mit schweren Waffen gemacht und ich finde es irgendwie halt, ja, ich bin einfach lustlos in diesem Spiel. Aber wahrscheinlich werde ich schon mal ein Let's Show oder so machen, aber ja, weiß nicht, mein Spieltyp ist. Also es ist ein Vorschlag gewesen von einem, aber den kann ich einfach nicht annehmen, weil das Spiel überhaupt nicht meiner Interesse entspricht. Ja, und jetzt hänge ich immer noch bei Regnum fest. Obwohl in Regnum alles kacke ist gerade im Moment, weil niemand da ist und ganze Zeit genörgelt wird im Chat und alles Mögliche. Ich könnte wieder Dings spielen, Ion, wie es heißt, ja, ein. Aber da hat es ja nicht viel. Da hat es vielleicht ein paar Wolkenschlachten mit den Flügeln da. Aber sonst bietet halt das Game nicht ganz so viel. Und darum eben, ich bleibe bei Champions of Regnum, das ist sehr beliebt, das will ich weitermachen natürlich. Und das mache ich ja weiter pro Tag einen Part, wie immer. Und ja, wenn aber die Parts wirklich auch zurückgehen, dann muss ich schauen, dass ich einfach mal Pause mache oder einfach, ja, mal gucken. Aber eben, es muss sich halt lohnen jetzt. Jetzt ist es genau am wichtigsten, dass sich die Parts lohnen. Und darum empfehle ich euch auch, wenn euch der Part gefällt, bitte zu liken, einfach damit ich sehe. Nicht zum Angeben. Überhaupt nicht. Einfach zum Sehen. Ah, es gibt Spieler, die wollen unbedingt noch Champions of Regnum sehen, auch wenn sie nur Leveling sehen. Auch wenn sie sehr wenig Schlachten momentan sehen. Ja, sie wollen noch weiterschauen, sie wollen gucken. Es macht ihnen Spaß und so. Und es muss jetzt wirklich nur an einem Part sein, nicht unbedingt in allen, aber einen Like, das kostet ja nicht viel für euch. Und ja, würde natürlich sehr schön sein, wenn ihr das einfach mal probiert, wenigstens ein Part zu liken, damit ich sehe einfach, ah ja, die Parts werden noch gesehen, aber eben, ich zwinge niemanden. Wer nicht liken will, wer nicht liken, ja, wer es vergisst zu liken oder sonst irgendwas. Es ist halt nur so ein blödes Feature von YouTube, weil eigentlich nicht viel Sinn hat für die Zuschauer, eher für die Videomacher natürlich. Aber die Zuschauer wissen wahrscheinlich meistens nicht, dass so ein Like vieles bedeuten kann, also sehr vieles dem Let's Player helfen kann vor allem. Und ich bin ja eben ein sehr interaktiver Let's Player, wo sehr viele Wünsche erfüllen lässt, Vorschläge, Spielvorschläge und so annimmt und mal schaut, wie ist das Spiel, lohnt sich es überhaupt zu Let's Playen, was ist das Spiel und so. Aber dann meistens hängen bleibt beim einfach, ja, es ist halt nicht das Game, es wird wahrscheinlich eben gewünscht, weil einer Fan ist, aber das Spiel selber nicht ganz so motivierend ist. Dann wird es halt manchmal auch abgebrochen. Jetzt sind es, glaube ich, gleich zwei Games hintereinander, die mir nicht so gut gefallen. Das eine ist Digimon Online und das andere ist eben Planet Side 2. Die zwei gefallen mir leider nicht so gut. Von der Motivation her, vom Spielspaß wahrscheinlich schon, aber ja, ich brauche jetzt vor allem Motivation, weil bei Regnum halt die Motivation ein bisschen flöten geht. Und ja, eben dann will ich auch, dass ich schon Spielvorschläge bekomme, aber eben es müssen halt Spiele sein, die mir ein bisschen Motivation bringen, wo es sich lohnen zu spielen, wo es sich auch lohnen zu Let's Playen. Und nicht irgendwie zu viel Aufmerksamkeit brauchen oder so. Weil Regnum ist wirklich eine riesen Ausnahme. Regnum braucht auch sehr, sehr viel Zeit und vor allem sehr, sehr viel Geld. Aber schaut, ich bin jetzt Level
51, fast 52 und habe fast noch keinen roten Rappen ausgegeben, also fast kein Geld ausgegeben. Und das finde ich gut, dass man Regnum hin so weit spielen kann, ohne einen Level Booster, also EXP Booster oder Farm Booster oder irgendwas kaufen muss. Und ja, ob es weitergeht, also ja, es geht weiter. Aber ich meine einfach, wie schnell wir auf Level 60 erreichen und gute Items finden und so, das ist einfach an der Motivation auch messbar. Und momentan ist ein bisschen die Motivation auch ein bisschen im Eimer, weil die Spieler plötzlich nicht mehr da sind. Also ich habe jetzt vorher noch ein paar Mal so ein bisschen die Nähe erkundet und es war kein Aige da. Ich habe einen Nelson gesehen und glaube ich zwei Syrten, aber nichts war sonst los. Und das demotiviert mich schon halt, oder? Ich dachte immer, das Projekt wird zwar nicht der Knaller, aber es machen wenigstens mit. Also genau das Gegenteil eigentlich. Jetzt schauen viele mit, aber machen nicht mit. Und das ist halt einfach so ein bisschen Passivität und dazu einfach ein bisschen Monotomität. Boah, diese Wörter. Und das führt einfach so dazu, dass ich auch langsam so ein bisschen die Lust verliere, weil ja, am Anfang haben Floster mitgemacht, mega cool, man, der Zyrtox und so weiter. Also es sind noch mehrere gewesen. Ich habe immer nur einen Part oder nicht mal einen Part und sonst war die Motivation gleich null, wirklich. Aber eben, ich kann jederzeit eigentlich Leute brauchen, egal ob sie Level 1 sind oder Level 60, einfach ein bisschen etwas mit mir machen in der Rechnung. Muss nicht eine Aufnahme sein. Es kann auch einer sein, der mir hilft, indem er irgendwie Items farmt oder sonst irgendwas. Aber muss nicht. Also ja, es ist halt eben eher gut für meine Motivation als für meinen Willen, für meine Habgier, die ich nicht besitze. Also so einfach, wenn ich jetzt sage, ja, ich brauche ein paar Items, dann ist es einfach, weil bei mir nichts droppt, weil ich so scheiß Items von Level 2, 46 habe, 51, 48, 44 da. Ja, und das ist halt einfach scheiße, oder? Level 45er haben wir. Und deshalb, ja, wenn irgendjemand halt Geld ausgeben will für Booster, dann kann er einen Teil für seine Charakterklasse aufheben und für der andere Teil für meine Charakterklasse, der Barbar. Und ja, mir dann die Items immer wieder übergeben oder so. Das würde ihm auch Spaß machen, dann hat er auch eine Motivation. Und ja. So ist das halt, also es ist, ja, ich bin ja eigentlich der die ganze Zeit irgendwie für das Spiel etwas macht. Ihr seid die Zuschauer oder ihr seid einfach die Fans und ihr müsst nichts machen, außer Videos schauen. Und ich muss extrem viel hier drin machen, mir stinkt es langsam, mir, es ist einfach zu Regnum geworden, also einfach ganze Zeit jeden Tag Regnum aufnehmen, Regnum leveln, ganze Zeit Regnum, 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 Regnum. Und das macht halt schon etwas auf die Motivation. Ich bin ein hartes Monster. Ich kann wirklich eben diese 500 Parts, die ich schon gemacht habe, kann ich locker verkraften. Würde auch 1000 Parts noch machen. Aber irgendwann ist es einfach, ja, die Monotonität so groß vorgeschritten, dass es wirklich ja für mich reicht. So, die Anira ist wieder hier, die levelt seit ungefähr einem Monat die ganze Zeit hier. Sie ist halt viel langsamer als ich, also sie tötet hat viel langsamer als ich als Hexerin ist sie, glaube ich. Und deshalb ist sie natürlich auch öfters hier. Aber es ist einfach cool, wie sie einfach hier bleibt und hier Level. Hier ist ihr Platz. Die Anira ist hier. Und finde ich eigentlich ganz gut.
Aber sie nimmt halt manchmal auch meine Levelplätze weg ab. Das ist auch ihr Recht. Nicht nur mein Levelplatz, das ist allen ihr Levelplatz, die genau hier leveln müssen. Und ja, darum sehe ich sie eigentlich jeden Tag. Auch wenn ich hier nicht levele, nur ein bisschen durchrenne, also reite. Und finde ich... bin erst aufgewacht. So, nein, ich bin nicht der Nachtgamer, Luke. Luke, ich bin nicht dein Vater. Ich bin deine Mutter, deine Mutter, deine Großmutter. So. Blöde Blendefenster, ich habe Storen, also Gardinen oder wie ihr sagt, die außen habe ich zu. Schön dunkel, aber durch so kleine Schlitze, die Schnur durchgeht, dort hat so ein bisschen, scheint es durch, weil die Sonne genau in Richtung meines Fensters aufgeht. Also auf der anderen Seite, aber so, dass es durch mein Fenster scheint. Und finde ich so ein bisschen frech am Morgen. Am Morgen habe ich immer am meisten Motivationsaufregung, weil ich ja gut geschlafen habe. So richtig gut geschlafen. Hey, Aniria. Ah nein, Luke ist es. Alle sind Hasen. Ich denke immer, Hase ist Aniria. Hase ist Anja, ja. Es gibt keinen anderen Charakter, klar. Also, die anderen Spieler dürfen keine Hasen mehr machen. Aber Hasen sind immer Anja, ja. Okay, diesmal ist es Luke. Luke ist mein Vater. Luke ist mein Sohn. Ja, heute schön eine Levelfolge. So haben wir schon wieder zwei Striche. Also ein kleiner, also es gibt immer diese großen Striche und diese kleinen Striche dazwischen. Und zwei kleine Striche, aber einen plus großen ist noch drin. Also so. Der große und ein kleiner ist zwei Striche bei mir. Und jetzt fast drei Striche sogar. Also ein, zwei. Okay. Fast zwei Striche. Okay, ich hatte den hier auch vor der Aufnahme schon gemacht. Also drei Striche. Heute hat mein Charakter drei Striche bekommen. Ein Wunder. So, eine Wächteraxt für Level 49. Meisterhaft. Ist leider Zweihand, oder? Nein, Einhand. Aber das führt dazu, dass wir uns umskillen müssen. Schade. Und einen Leopardenpfeil habe ich schon ein bisschen früher bekommen. Für Level 55er Jäger. Mit Crit-Chance. Nein, ohne Crit-Chance, also fortschmeißen. Weil einer hat mal einen Level 55 Jägerpfeil gebraucht. Mit Crit-Chance über 20. Und das habe ich leider nicht. Ich habe ohne Crit-Chance. Jetzt bin ich ganz böse enttäuscht, dass ich nichts verkaufen konnte, weil ich auch noch nie etwas verkauft habe und auch nicht verkaufen will wahrscheinlich. Tauschen ist okay oder schenken, aber in einem Spiel, wo man halt Krieg macht und so, sollte man eigentlich nicht so etwas verkaufen. Das macht halt das Balancing richtig fettig in den Arsch. Es rückt das Balancing so weit runter, dass es das Arsch erreicht. Und die Beine sind nach oben gerichtet, also der unterste Punkt. Und das ist in jedem Game so. Die Spieler wollen die ganze Zeit handeln, immer handeln. Was ist so interessant am Handeln von Items, von sinnlosen Itemfarmen? Also es gibt schon sinnvolle Items, aber ja, sind immer gehandelt, also... Jetzt ist gerade nichts los, aber sonst immer tausende von Items im Handelschat, die unbedingt an den Mann müssen, aber es nicht werten, weil die Spieler einfach keinen Bock haben auf Handeln. Also viele Spieler, einfach die Händler nicht. Die Händler haben Bock,
aber die anderen haben keinen Bock. Und die müssen doch das merken, dass sie nicht die Items an den Mann bringen können. Aber nein, machen weiter. Einfach mal jede fünfte Minute 20 Mal Spam. Oder? Also 20 Items Spam. Trink einen Kaffee. So. Oh. Kaffee mit einem E. Ich habe aber zweimal gedrückt. Habt ihr es gehört? Die Indizien stellen für mich. Oder? Ich hoffe es jedenfalls. Was? Kira Killer Cakes? Okay. Jetzt fängt es langsam. Jetzt fängt langsam der Hunger an. Der morgendliche Hunger. Ich habe Cakes gelesen. Ha. So, weiter buffen. Hopp. Killen. Wir kennen heute noch ganz viel. Oder fängt es jetzt langsam an mit dem Fortschlachten? Sowas passiert, wenn man mit der Ehrgeizigen nicht hinterherkommt. Mit der Ehrgeizigen? Wahrscheinlich Kira, oder? Ich kenne Kira nicht. Ich kenne Kira, aber die heißt auch nicht Killer Cakes, oder hat sie sich umbenannt? Also hat sie sich extra noch ein bisschen einen Zusatz hingesetzt. So. Ich schreibe mal etwas. Mal unsere Klunke zurück. Oder? Und? Schreiben Sie was zurück? Es wird berechnet. Die Spieler müssen die Antwort berechnen. Und dann gibt's blöde Antworten und so richtige Trollings-Antworten. Tja. In Regnum ist sehr viel Sarkasmus da. Also in den Chats manchmal. Da darf man nicht mal irgendwas. Einen kleinen Gag oder so. Klar. Genau, das ist es ja. Die Spieler haben nicht mal Motivation, kurz mit vier Igel wenigstens probieren. Also. Ich bin erstmal wieder auf. Meine Kinder haben so gut. Es gut, die schlafen noch. Grün bis später. So. Einfach mal BS hinschreiben. BS heißt nicht nur Baselstadt. Ja, wir haben zwei Kantone in unserem Gebiet, Baselstadt und Baselland. Und da haben wir noch einen Ausschnitt Solothurn. In genau diesem Ausschnitt wohne ich. Also ich bin eigentlich ein, ja, wie soll ich sagen? Mein Heimatdorf ist in Solothurn, aber ich bin ein Baselbieter. Ein Baselbieter, ja, ein Baselland. Vom Baselland. Und, wahrscheinlich werde ich das Rest des Lebens in Baselstadt wohnen. Aber ich bin jetzt immer noch im Baselland, in der Rheinach, und dort geht's mir gut. So, auch wieder am Ball, ein bisschen ins Real Life rüber geswitcht. Und momentan ist es mir wirklich gut hier. Aber das Internet ist immer noch nicht ganz so gut. Jetzt habe ich wenigstens 13.000 und das geht gut. Wenigstens das. Ah. So, ich hoffe, das Video wird nicht zu lange, aber ich denke, wir haben ungefähr schon 15 oder 20 waren es. 24 Minuten aufgenommen. Das ist gut, dass es wenigstens eine Uhr hat, die halt einfach zählt, wie lange wir schon in-game sind. Seitdem wir wieder hingekommen sind, also wenn wir kurz rausgeschmissen wurden, wieder reinkommen, ist die Uhr natürlich bei Null wieder. Aber, dass ich einfach sehen kann, wie lange ich aufnehme.
Und ich denke, ich mache heute mal wieder ein bisschen einen kürzeren Part, weil er ein bisschen auch ein bisschen langweiliger ist. Eventuell, also schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr solche Parts auch sehen wollt oder ob ihr vielleicht eher eben Parts sehen wollt, wo es Reichschlachten gibt, aber eben die weniger oft. Aber eben so Levelfolgen und Lootfolgen müssen halt auch manchmal auch sein. Quests gibt es ja nicht mehr. Wir könnten mal eine Folge voller Reichsquests machen. Einfach nur herumlaufen. Das wäre noch vielleicht eine Möglichkeit. Wäre aber auch sehr langweilig. Was wir machen könnten, ist die Gegend ein bisschen erkunden. Aber das ist auch langsam langweilig, weil wir schon alles entdeckt haben. Außer vielleicht ein paar Plätze nicht. Also, für Verbesserungswünsche oder eben für Vorschläge für ja, wie soll ich sagen, halt einfach Wünsche, dann dürft ihr immer wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr solche habt. Und ja, das war's mit dem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago.